So, hallo zusammen, ich bin wieder unterwegs, jetzt gerade abgefahren von Jerisau. Jetzt bin ich gerade in Niederbüren, da wo ich meine Kupplung gesetzt habe. Ja, jetzt zeige ich euch schnell, was die so machen. Ja, da seht ihr, Saurer war einmal ein Schweizer Lastwagen gewesen. Schweizer Lastwagen, jetzt muss ich Hochdeutsch sprechen, sonst versteht mich 80% nicht. Ja, und hier sind sie ein Saurer am Revidieren komplett. Und die haben sich spezialisiert auf diese ausgestorbene Marke. Die machen nur noch Saurer, aber natürlich viel schöner zum Arbeiten, ohne ganze Elektronik. Seht ihr, wie das so aussieht. Wahnsinn. Also die haben noch eine Menge Saurer rumstehen, auch Wohnmobile. Die habe ich da mal in einem Video gezeigt, in dem Video, als ich die Kupplung gemacht habe. Die haben auch viele Ersatzteile und ja, zwei Mechaniker revidieren da die ganze Zeit die Saurer. Hier ist auch noch einer, der ist sogar noch im Betrieb. Gute alte Zeit. He? Und noch einer, fast ein bisschen eine Ausstellung. He? Und hier steht noch einer, dem sieht man die Jahre an, he? Der hat lange gearbeitet. Wahnsinn. Aber ja, das waren noch LKWs. He? Manchmal will ich in den 60er, 70er Jahren noch leben. He? Ja, da war alles noch ein bisschen anders. Nicht so viel Elektronik. So, ich bin wieder an meiner AdBlue-Tankstelle und tanke hier auf der Autobahn, was am günstigsten ist, AdBlue. Also günstiger nicht mal in Deutschland. Schaut euch das an. 16,5 Liter für gute 5 Euro. So, jetzt habe ich mal den AdBlue-Verbrauch ausgerechnet, wenn ich die Kilometer nicht falsch im Kopf habe. Ich bin 2323 Kilometer gefahren und habe 16,5 Liter verbraucht. Das gibt 0,7 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. So, jetzt bin ich am Rhein. Ist das nicht schön hier? Es hat ja zwei Ärme, eine ist noch auf der anderen Seite, da ist die Schifffahrt und hier ist eigentlich mehr die Natur. So, jetzt hat es mich an den Rhein verschlagen. Ich bin hier nahe Preisach. Habe einen schönen Platz gefunden, bin schon zwei Nächte hier und ab und zu Fahrradfahrer, aber die fahren alle unten durch. Ich zeige euch schnell den Platz. Ich brauche wieder mal Wasser und man fragt einfach. Ich bin jetzt hier auf einer Kiesgrube und habe einfach gefragt gestern. Und heute bin ich jetzt dahin gefahren und klar, der hat gesagt, kein Thema, nimm nur, alles klar. Ja, und jetzt bin ich da am Wasser tanken, mitten auf der Kiesgrube. Ja, wenn man fragt, man kriegt eigentlich meistens. Ich besorge mir immer das Wasser ein bisschen speziell. Ja, so habe ich es angeschlossen, einfach drauf gesteckt und ein bisschen entlastet. Und das Schöne eben, nicht mit der Elektronik gucke ich da, weil das ist viel genauer, wie ihr seht hier. Da habe ich einfach einen Schlauch, da oben habe ich einen Hahn, der ist jetzt offen und dann sehe ich ganz genau, wie viel das ich etwa habe. Und kann dann abstellen, wenn es genug ist. Ich fülle ihn jetzt nur etwa halb.
So, müssen den Platzwechsel beim verscheucht worden. Jetzt bin ich da auf einem Hügel rauf. Mit super Aussicht. Ein bisschen die Autobahnkörper. Weinberg. Haufen Schwalben. Und Moskito fressen. Ich habe noch Besuch bekommen. Ja, das war jetzt Schweizerdeutsch. Stelle ich wieder auf Hochdeutsch um, damit alle mich verstehen, hoffentlich. So, das ist mein Aussichtsteil. Da waren gerade zwei Schweizer Deutsche, die mich gekannt haben. Das kommt immer wieder vor. Ja, das ist meine Aussicht. Leider die Autobahn, man hört es ein bisschen, aber wunderbar. Wow. Stelle ich euch noch meinen neuen Freund vor. Mit dem stand ich am Rhein. Der hat ein ganz spezielles Handwerk. Der vernichtet das Geld, kann man sagen. Kann man sagen. Guck dir das an, der macht, ja, der sägt da gewisse Sachen raus und dann am Schluss bleibt dann nur noch das Symbol. Und ich habe ihm auch einen abgekauft, der macht das wirklich sehr gut. Zu treffen an den Märkten, wenn sie dann sind. Ja, ich bin Rostock auf dem Weihnachtsmarkt. Rostock. Das ist weit. Ja. Und so sieht dann das Endprodukt aus. Wirklich speziell. Ich habe mir das Teil gekauft, der Baum des Lebens. Ich glaube 1 oder 2 Euro von Frankreich. 2 Euro. 2 Euro. Aber ich finde das eine super Idee. Und je nach Arbeit, manche brauchen mehr Zeit und andere weniger, kosten die halt dementsprechend, sagen wir so zwischen 35 und 80 Euro etwa. Je nachdem, ganz genau. Gut. Schaut euch das an. Bin ich da mitten in Rebbergen und jetzt ist gerade der Sonnenuntergang. Ich sitze jetzt hier im Camper, es ist Abend und oh, dieses schöne Abendrot, ein Traum. So, mein neuer Morgen und ich bin da oben auf einem kleinen Hügel. Hinter mir eine Kapelle und mit einer wunderbaren Aussicht. Ins Breisgau, oder wie das heißt da unten. Leicht dunstig, aber herrlich. Ich glaube, heute ist der letzte schöne Tag. Sogar ein Brunnen, wie das Wasser hier rauskommt, da wir doch am obersten Punkt sind, ist mir ein Rätsel. Muss also Druck haben. Ja, und wir sind nicht allein, es sind noch zwei andere Camper gekommen und unten steht noch mal einer. Das geht schnell. Ich hoffe, der ist nicht in der App. Aber ja, vielleicht gehen ja die. So, wir sind auf Tour. Auf Fahrradtour und ach, ist das schön. Ein wunderschöner Ausblick, leider ein bisschen dunstig, ich glaube das besser dann, aber es ist herrlich. Ja, da hinten, von da kam ich, da ist der Rhein, da ist auch dieses Kieswerk, da wo ich Wasser getankt habe, ganz da hinten in der Mitte. Also gar nicht so weit weg. So, ich bin sicher schon 10 Kilometer da durch die Gegend gefahren. Jetzt bin ich auf einen Sanitätsbunker gestoßen. Aus dem Krieg. Hier zum Lesen. Und ja, hier wird offenbar jetzt Wein gelagert, aber ich denke, das ist zu. Oder doch nicht. Es ist offen, aber da.
Ihr geschlossen. Lichtschalter. Jetzt habe ich wieder einen wunderschönen Aussichtspunkt mit einem Baggersee. Leider mit Industrie. Ach, wenn jetzt das in Alaska oder Kanada wäre, dann wäre da weit und breit nichts zu sehen. Keine Häuser, keine Menschen, vermutlich. Aber ich war ja selbst noch nie da. Mal schauen, vielleicht stelle ich mich hier oben hin. So, nach 3 Nächten fahre ich weiter, aber nicht weit. Ich habe einen schönen Platz gefunden auf der anderen Seite des Weinberges. Und jetzt muss ich da wieder runter, ist fast besser, wieder durch den Weinberg. Ja, ich bin eine ganz enge Straße hier, aber das geht gut. Aber jetzt kommt eine Spitzkehre, da komme ich nicht an einem Stück durch. Wir sehen es gleich. Und zwar hier, 180 Grad. Da komme ich nicht an einem Stück durch, aber macht nichts. So, das war's, voll eingeschlagen. Also, ich musste einmal zurücksetzen und dann geht's gut, ist nicht so schlimm. Auch die tief hängenden Äste immer wieder, das streift einmal Kurven oben drüber. Ich habe keine Antennen mehr, zum Glück, die ich mir abreißen kann. Das streift nur oben drüber, solange die Äste nicht allzu dick sind. Zum Beispiel hier, das macht gar nichts. Och, jetzt habe ich noch die Hundeleine vergessen. Ich habe die da oben hingehängt. Ist jetzt aber runtergefallen und habe ich hinterher gezogen. Gut, habe ich Rückfahrtskameras, dachte ich, was ist denn das? Habe ich schnell angehalten. Nicht schlimm, kann passieren. So, jetzt bin ich ganz schön rumgekommen. Da, wo ich parken wollte, war beschränkt, 2,8 Tonnen. Dann zum nächsten Parkplatz. Da waren Wohnmobile verboten, neue Schilder, war vermutlich veröffentlicht. Und jetzt habe ich hier noch so in Nähe Freiburg, gerade angrenzenden Wald, so einen versteckten Parkplatz gefunden. Ja, da an der Ecke, da hat mal jemand Abfall zusammengenommen. Da hinten ist noch ein Oldtimer. Also, jetzt bleibe ich hier eine Nacht. Und dann geht's zur Messe. Ja, die Freiburger kennen den Platz sicher, jetzt sowieso. Vermutlich voll am Wochenende, ich weiß es nicht. Aber ja, nicht allzu laut, Straße hört man, aber genau gleich wie da oben auf dem Berg, hat man sie auch gehört. So, ich bin jetzt auf der Messe angekommen in Freiburg und bleibe ich jetzt hier bis am Sonntag und ja, das wird das nächste Video sein. Jetzt noch Vorblick, ich habe gesagt, ich fahre nach Tunesien. Eigentlich war geplant, mit einem Pärchen, mit auch Expeditionswohnmobil runterzufahren, damit wir zu zweit dann in die Wüste reinfahren. Der hat mir jetzt aber abgesagt vor einer Woche. Und jetzt ja, lasse ich es offen. Es ist nicht sicher, ob ich jetzt nach Tunesien fahre oder allenfalls Spanien, Portugal, Marokko. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse auf mich zukommen. Außer jemand von euch will mitkommen oder ja, sonst irgendwo hin. Weil ich habe jetzt keine Lust, alleine da in die tiefe Wüste reinzufahren. Auch wenn ich da wirklich stecken bleibe, ist das sicher nicht vorteilhaft, wenn man alleine ist. Ja,
Ja gut, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, das nächste Video ist dann hier von der Messe von Caravan Live hier in Freiburg. Ich werde dann ja bald einmal das nächste Video bringen. Ich habe hier Vorträge, 2 Stück, Donnerstag und Samstag. Ihr könnt da einfach auf der Homepage gucken. Und ja, das Schöne ist, ich habe hier jetzt einen schönen Platz hinter mir und da werde ich jetzt die nächsten paar Tage zusammen mit anderen Fanlifern sein. Ja gut, schön wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!